Hallo und herzlich willkommen hier auf The Big Greek, eurem Kanal zur gepflegten Vermittlung königlichen Wissens. Vor einigen Tagen hatte ich euch vom Beginn des St. Louis Rapid und Blitz berichtet, eine Partie von Nakamura gegen Aronian gezeigt. Im Rapid lief es aber nicht so gut für den amerikanischen Großmeister, der ja vielen von euch hauptsächlich als Streamer bekannt ist. Er belegte den letzten Platz. Im Gegensatz zu Alireza Firouzja, der super stark spielte, auftrete und das Rapid-Turnier allerdings punktgleich mit seinem Landsmann Maxim Vachela-Graf gewann. Landsmann hört sich ein bisschen komisch an. Firouzja ist ja gebürtiger Iraner, lebt aber in Frankreich und startet für Frankreich. Jetzt kommt das Blitzturnier. Zwei Tage lang, doppelrundig, jeder gegen jeden, also einmal mit Weiß und einmal mit Schwarz gegen jeden. 10 Großmeister der Extraklasse. Nochmal zur Info, das Turnier ist die dritte Etappe der Grand Chess Tour, die ja insgesamt mit 1,4 Millionen Dollar dotiert ist. Im Blitzen lief es am ersten Tag völlig anders als im Rapid und wir schauen uns eine Partie an von Nakamura gegen Maxim Vachela-Graf. Am Ende nahen zeige ich euch die Tabelle, ja, und dann nochmal einen Blick auf die Live-Rating-List. Sehr interessant im Blitzen und Rapid. So, Nakamura, Vachela-Graf, Springer F3 hier. C5, E4. Überzugumstellung haben wir die sizilianische Verteidigung. Das ist möglich. Man muss natürlich hier nicht E4 spielen mit Weiß, aber Nakamura nimmt die Einladung an. D6, D4, CD4, Springer D4, Springer F6, F3, Springer C6, Springer C3. Kleiner Hinweis noch, es wird mit 5 plus 3 gespielt, meine ich, beim Blitzen. Ich hoffe, ich gucke das schnell nochmal nach. Hätte ich natürlich vorher machen müssen. Das hatte ich mir vor ein paar Tagen angeschaut, aber ich vergesse mal, 5 plus 2 wird gespielt, nicht 5 plus 3. 5 plus 2. Also 2 Sekunden Zeitgutschrift. Ne? Das ist manchmal so, manchmal so. Es ist nicht eine Bedenkzeit bei allen Turnieren, deswegen muss man immer wieder nochmal extra nachschauen. Ne? Es ist nicht wie beim Fußball, alle Spiele 90 Minuten und mit Verlängerung ist plus 30. Nee, es gibt halt so viele Formate im Schach, da muss man immer ganz genau hinschauen. Okay, E5 hier. Typischer Neidorf-Zug, beziehungsweise Sizilianisch-Zug. Der Springer aus dem Zentrum, der wird vertrieben. Der geht nach B3. Das ist übrigens eine relativ harmlose Variante, die hier Nakamura mit Weiß wählt. Läufer E6, Läufer E3, Entwicklungszüge. Und jetzt kommt der typische Zug in der sizilianischen Verteidigung. Wenn Weiß es zulässt und wir mit Schwarz früh D5 spielen können, dann machen wir das. D5 hier. Schön im Zentrum den Bauern aufstellen. Und es entbrennt ein Kampf. Wir werden sehen, nach ED5, Springer D5. Jetzt wird alles abgetauscht. Springer D5, Dame D5, Dame D5, Läufer D5. Ganz typisch im Rapid und im Blitzen jetzt bei diesem Turnier. Es wurden so unglaublich viele Endspiele gespielt. Sehr zähe, langwierige Kämpfe. Ja, und gucken, wer macht dann den ersten Fehler irgendwann so. Ungefähr nach dem Motto lief es ab. So auch in dieser Partie. Lange Rochade. Lange Rochade. Das ist alles wohl bekannt. Das ist nichts Besonderes. Läufer D3 Entwicklung. König C7 verbessert den König. C3 macht Platz für den König. Läufer E7. Turm HE1 zentralisiert den Turm. Ich muss hier gar nicht so viel erzählen, weil das alles sehr leicht nachvollziehbare Züge sind. H5. Okay, hier eine kurze Erklärung. Schwarz hat eine Bauernmehrheit am Königsflügel. Ja, machen wir die mal grün. 4 Bauern gegen 3 Bauern und deswegen schiebt Vachela-Graf dort seine Bauern vor. Alles streng logisch. König C2 verbessert den König. H4. Jetzt kommt eine kleine Drohung. Wir müssen natürlich aufpassen, wenn Drohungen auftauchen. Es droht hier so ein bisschen H3, die Kette zu sprengen hier. Ne? Der Läufer auf D5 attackiert den Bauern F3. Da muss man aufpassen. Deswegen spielt Weiß Springer E2. Deckt den F3. H3 würde jetzt G3 folgen einfach. Vermute ich mal. Ja, H3, G3. Es kam Läufer E6 zurück. Prophylaktisch geht er mit dem Läufer zurück. Natürlich darf man hier nicht auf A2 nehmen. Wegen B3. Und das sperrt natürlich den Läufer hier ein. Der geht dann wahrscheinlich ganz schnell verloren hier mit Turm A1. Läufer E6. Springer E4. B6. B3, F6, Springer F2.
Nakamura, ganz typisch für ihn im Blitzen, shuffelt so ein bisschen seine Figuren rum und versucht, minimale Verbesserungen herbeizuführen. G5, Schwarz spielt, finde ich, etwas stringenter, ne? Schiebt seine Bauern vor am Königsflügel, während Weiß irgendwie nichts macht. Läufer E4, Springer D1. Hier hätte ich ehrlich gesagt sehr schnell F5 erwartet mit Schwarz. F5, ich bin mir nicht sicher, warum er das nicht gemacht hat, wovor er Angst hatte. Läufer C6 kommt hier in Frage und hier Läufer D4 wahrscheinlich. Es gibt hier ein paar Dönekes, ne? Taktische Geschichten, keine Dönekes, taktisch. ED4, Turm E6, Schach, König D7. Aber auch das sieht eigentlich ganz gut aus für Schwarz, finde ich. Turm E5. Na, jetzt hängen aber zwei Bauern hier, ne? Ich verstehe, warum er es nicht gemacht hat. Die Engine sagt zwar DC3 und Schwarz steht hier etwas besser. Wobei ich nach Turm F5, ja, hier gibt es das Problem König E6 und der Turm hat nur noch B5, das Feld B5, ne? Ah. Ja, die Engine sieht jetzt taktische Sachen hier für Schwarz. Das hat Vashela Graf nicht gesehen. Sonst hätte er F5 gemacht. War ein bisschen zu tief für eine Blitzpartie, ne? Man hätte hier F5 sofort machen können. Aber Vashela Graf spielt langsamer. Springer B8 zurück. Läufer C1. F5. Spielt so. Okay. Läufer D3. Springer D7. H3. Und wir werden sehen, wie Nakamura sich gegen diesen Aufmarsch der schwarzen Bauern stemmt. Turm F8. Springer E3. Springer C5 greift den Läufer an. Die Läufer sind hier sehr wichtig, weil die Stellung relativ offen ist. Muss man aufpassen hier. Nicht dem Gegner das Läuferpaar überlassen. Läufer C4 deswegen. Das ist sinnvoll. Läufer C4, Springer C4. Weiß attackiert jetzt endlich mal was, den Bauern E5. Bis hierhin hat Nakamura im Prinzip nur rumgeschaffelt, habe ich den Eindruck. Seine Figur nur so, irgendwie alles gehalten, ne? Bloß nichts einstellen. Er stellt sowieso im Blitzen extrem wenig ein. Das ist mir mal im Stream aufgefallen, wenn er spielt auf chess.com. Er stellt echt irgendwie ganz, ganz wenig ein. E4. Und das macht ihn natürlich auch aus, ne? Also wenn man nichts einstellt, dann kann man auch schlecht verlieren halt, ne? F schlägt E4. Springer E4. Springer D2. Geht zurück, greift den Springer an, den starten Springer hier. Ja, tauschen. König D7. Ja, sehr interessant hier, ne? Der Springer ist auch gefesselt. Da hinten ist der Läufer ungedeckt. Deswegen König D7. Springer schlägt E4. F schlägt E4. Turm schlägt. Ne, nicht Turm schlägt E4. Vorsicht. Turm E4 ist zu gierig. Dann kommt Turm F2. Mit riesem Gegenspiel. Aber nicht nur Gegenspiel. Hier steht Schwarz besser, ne? Dann hängt der G2. Dann ist der H3 schwach. Ne, Turm E2. Deckt den G2. Turm F1, A4, jetzt breitet er sich auch mal aus am Damenflügel, Läufer F6, hier gibt es einen kleinen taktischen Trick, Läufer C3, ne? Läufer D2, Turm G1, Läufer E3, Turm A1. So, hier bin ich mir nicht sicher, ob er Turm A1 hätte spielen sollen. Vielleicht ist sowas wie Turm F1 besser und ich zweifle daran, dass Weiß hier Fortschritte erzielen kann. Aber er spielte Turm A1 und das ist eine kleine Ungenauigkeit, weil der Turm nach Läufer C1 eingesperrt wird hier. Ich sehe zwar nicht, wie er erobert werden soll, aber es hängt halt der E4 gerade. Ne? Genau, es hängt der E4. Deswegen muss Schwarz jetzt diese forcierte Variante mit Läufer schlägt C3 spielen und den König ablenken. So, Nakamura nimmt jetzt aber nicht den Läufer raus, weil dann Turm schlägt C1 folgt. Na, wir gucken uns kurz an. König C3, Turm C1, König D4. Aber hier hat Schwarz Gegenspiel durch den aktiven Turm. In Turmenspielen ist es super, super wichtig, die Figuren aktiv zu halten. Gerade in den Turm. Immer die Bauern angreifen, die gegnerischen Bauern. Das mache ich auch nicht immer richtig. Ja, da habe ich in Skalitz eine Partie gespielt, wo ich auch zu passiv gespielt habe teilweise im Turmenspiel. Es ist nicht so leicht. Turmenspiele sind wirklich schwer. Läufer C3, Turm E4. So, jetzt hängt der Bauer G5 hier. Läufer F6, Turm G4. Und plötzlich, wie aus dem Nichts, hat Weiß Vorteil. Die Frage ist, ob das reicht. Er gewinnt jetzt den Bauern G5. König C6, Läufer G5, Läufer Turm A2 Schach erstmal, König D3,
Läufer G5, Turm G5. So, und das Turm-Endspiel hat mich sehr interessiert und das habe ich mir ein bisschen länger angeschaut. Ist das hier gewonnen für Weiß? Nee. Bei bester Verteidigung ist es nicht. A5, das ist noch okay. Turm G4, so das ist jetzt hier die kritische Stellung. Turm G4 ist sehr logisch, greift hier den H4 an. Wobei, der H4 hängt nicht wirklich, weil der G2 auch hängt. Das wäre ein Tausch. Hier habe ich mir die Frage gestellt, die Engine zeigt halt an, dass es nicht gewonnen ist, aber ich habe mich gefragt, warum? Wie hält das Schwarz? Wir werden nochmal zurückgehen zu dieser Stellung. Vashila Graf spielte König C5 und das ist ein Fehler. Hier wiederholten beide fehlerhaft die Züge erstmal. Turm G5 Schach, König C6, Turm G4, König C5. Und jetzt fand Nakamura den Gewinnzug und zwar G3. Er tauscht den Bauern. HG3, Turm G3 und schafft hier einen Freibauern auf der H-Linie, ne? Der natürlich laufen kann. Und hier lautet der Gewinnplan, und das ist lehrreich auch für euch, deswegen zeige ich euch das auch. Ihr solltet ja was lernen und nicht nur zuschauen. Der König läuft einfach über E4 nach F5, G6, G5 und unterstützt den H-Bauern. Und der weiße Turm deckt den Bauern B3 in der Zwischenzeit, sodass Schwarz zu lange braucht, um hier alles aufzulösen, beziehungsweise den Bauern B3 zu erobern mit König B4, Turm A3. In der Zwischenzeit ist der H-Bauer schon längst losgelaufen. Das ist die Idee hier, König E4 zu spielen. Zeigen wir mal eine Variante, die wichtig ist. König D5 würde König E4 verhindern. Hier gewinnt Weiß mit H4. Turm H2 ist der logische Versuch. Turm G5 Schach. König auf die 6. König C6 und jetzt H5. Und jetzt ist der Bauer schon auf H5. Schon zwei Felder weiter vor. Turm H3 Schach können wir mal prüfen. König E4, der König läuft drüber. Turm B3, König F5, Turm H3 zurück und jetzt König C6. G6 natürlich. Okay, das ist einfach für jeden zu ersehen. Der Turm deckt halt B5, Schwarz kann den Bauern nicht vorziehen und der weiße König unterstützt den H-Bauern. Eine weitere Variante gibt es hier noch nach König F5 und zwar B5. Ganz wichtig, selbst einen Freibauern schaffen. Hier H6, B schlägt A4 zum Beispiel und jetzt König G6. Jetzt hängt der A5 hier, deswegen König B6, H7, Turm H3, Turm H5 und Weiß gewinnt. Ne? Der Bauer zieht ja schon durch, ne? Die schwarzen Bauern sind zu weit weg. Also das waren jetzt ein paar Beispielvarianten, wie Weiß gewinnt, indem er halt den König zur Unterstützung rüberschickt zum H-Bauern. Vielleicht eine Variante noch, die ich euch zeigen kann, ist König B4 hier, mit der Idee. Hier gewinnt aber einfach König E4. B5, AB5, König B5, König F5, der König läuft rüber. Ja, was soll Schwarz hier machen? A4 zum Beispiel, schlagen, schlagen, Turm G4, Turm A8, H4 und so weiter. Der schwarze König ist zu weit weg. Und der H-Bauer wird natürlich einfach durchlaufen mit Unterstützung des Königs und des Turms, ne? Er gibt natürlich ein paar Schachs, aber der weiße König kann sich immer im Zickzack-Verfahren annähern und irgendwann ist Feierabend mit Schachs. Gehen wir mal zurück zur Partie. Vashila Graf zog hier B5 und das ist ein, ja, das ist ohne Gegenwehr jetzt. Wie er verliert, das ist einfach, wegen Turm G5 Schach, König C6 und hier Turm B5 einfach. Er hat den Bauern einfach eingestellt und es hängt der A5. Es gibt hier noch Turm H2, Turm A5, Turm H3, König C4 und das ist natürlich auf so einem Niveau trivial, mit zwei Randbauern verbunden, Freibauern zu gewinnen. Das haben die Jungs alles schon gespielt, dieses Endspiel gibt es, das hat jeder schon in der Praxis schon mal gehabt, das habe ich schon in der Jugend gehabt, dieses Endspiel. Es gibt hier ein paar Tricks am Ende mit Patt und so, da muss man vorsichtig sein, aber wenn man die kennt und umgeht, ist das relativ einfach gewonnen. Jetzt gehen wir mal zurück zur Stellung nach Turm G4 hier. Wie kann das Schwarz Remis halten? Ne? Genau. Es gibt hier mehrere Wege, um das Remis zu halten. Zum Beispiel einfach stillhalten mit Turm F2. Gibt aber ein paar... Ja, ist nicht ganz so einfach. Was ich am lehrreichsten fand, ist dieser Zug B5, weil es gemäß dem Motto agiert, der Verteidiger tauscht Bauern im Endspiel. Um sich dem Remis zu nähern. Die wichtigste Variante lautet hier Turm G6 Schach.
Der König kann nicht auf C5 wegen Turm G5 und dann gewinne ich wieder den Bauern, also König B7. Jetzt gewinnt Weiß noch einen Bauern, A schlägt B5, aber das sind ganz schwache Bauern hier. B5. Und hier kommt Weiß nicht unbedingt weiter. Sobald der Turm die sechste Reihe verlässt, kommt König B6 und ich drohe den Bauern zu gewinnen. Ich warte einfach ab mit Schwarz, mit Turm F2. Jetzt sagen wir mal B6, König A6, König C4, Turm C2 Schach, König zurück, Turm F2. Und hier kann Weiß kann keine Fortschritte erzielen. Wir müssen natürlich G3 prüfen hier. Aber hier kommt Turm F3 Schach natürlich. Ja. König dahin nach E2 und hier Turm B3. Ja. Und dann haben wir, und das ist der Unterschied, Schwarz hat halt hier schon ganz schnell einen Freibauern, dadurch, dass er den B-Bauern gegen den weißen A-Bauern getauscht hat. Das ist ein wichtiges Motiv, dass er in vielen Varianten schnell einen Freibauern bilden kann, um Gegenspiel zu erzeugen. Ja, okay, hier kommt A4, ne? Okay. Wie immer, in so einem Turmendspiel kann ich nicht alle Varianten zeigen, weil es sind wirklich so viele Varianten. Es gibt halt super viele Abzweigungen. Aber ich denke mal, die wichtigsten Motive habe ich euch gezeigt und ich hoffe, das war lehrreich für euch. Ich hab mir das für mich gerne angeschaut und wollte wissen, wie das ja, gewonnen ist, beziehungsweise Remis zu halten ist. Jetzt schauen wir mal kurz auf die Tabelle. Beim St. Louis Rapid und Blitz. Beim Rapid, ihr seht das hier, wo ich die Maus drüber führe. Beim Rapid waren Vashela Graf und Firuzscha punktgleich, 11 Punkte, Nakamura nur 7 Punkte, wobei der Abstand nicht so groß war, muss man sagen, mit 4 Punkten. War aber letzter, ne? Das ist schon interessant. Und dann beim Blitzen drehte Nakamura total auf, 7,5 aus 9. Da zeigte er, dass er wirklich ja, vielleicht sogar der beste Blitzspieler der Welt ist. Firuzscha immer noch super stark, 7 Punkte, dahinter Adonjan, Nepo. Ihr seht, nur starke Großmeister am Start. Und der Tabellenstand aktuell ist, Firuzscha führt mit 18 Punkten vor Vashela Graf 15, Nakamura schon auf dem dritten Platz vorgerückt. Ne? Es gibt noch die zweite Hälfte des Blitzturniers läuft halt noch, wird noch laufen und ja, Firuzscha hat einen großen Vorsprung. Ne? 3 Punkte, mal gucken, ob er ihn hält. Und ich werde natürlich darüber berichten. Ich wollte eigentlich noch die Live-Chess-Ratings zeigen. Hatte ich vorher geguckt, fand ich super interessant. Und zwar im Blitzen ist Nakamura im Moment die Nummer 1. Und was ich interessant finde, Carlsen ist nur die Nummer 6. Der wurde gerade so ein bisschen überholt. Aronian ist Zweiter. Firuzscha ist Dritter. Hat plus 43 Punkte gut gemacht. Caruana ist Vierter. Überraschend. Artemiev, wo kommt der denn her? Ja, der kommt aus Russland, das weiß ich, aber wo kommt der denn plötzlich auf den fünften Platz? Und Carlsen hat wahrscheinlich schon länger keinen ausgewerteten Blitzpartien mehr gespielt. Ne? Aber Nakamura hier 2,889, im Moment die Nummer 1 in der Live-Rating-Liste. Sehr interessant. Im Rapid allerdings, Nakamura wo? Lol, noch nicht mal unter den besten 20 oder übersehe ich den Namen gerade? Nee, der ist noch nicht mal, der ist unter die besten, wo ist er denn? Ne, Vierter ist er da. Was erzähle ich denn da? Vierter, da ist er doch. Minus 47 allerdings. Ne? Da ist Carlsen die Nummer 1. Im klassischen Schach sowieso. So, das reicht für heute. Checkt auch gerne meine anderen Kanäle aus. Der Big Rig Highlights, Big Rig Shorts. Und guckt mal gerne in die Videobeschreibung. Ach, eine Sache wollte ich noch loswerden. Habe ich vergessen. Mist, wollte ich am Anfang sagen. In Aachen ist im Moment im Aquiplaza. Aquiplaza heißt das in Aachen. Einkaufszentrum, eine Riesengeschichte, Faszination Schach mit Sebastian Siebrecht, die ganze Woche, den ganzen Tag volles Programm mit Blitzturnieren, abends Simultanschach, da könnt ihr gegen Großmeister spielen. Geht vorbei, wenn ihr da in der Nähe wohnt. Ich werde das einfach mal morgen nochmal neu erwähnen, glaube ich. Riesensache. Schaut vorbei. Sebastian würde sich freuen und ich auch. Macht's gut.